Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Busoi zu einer weiteren Folge Fernbus Simulator. Mit am Start natürlich wieder euer Maximus. Und ja, heute ein neuer Player auf dem Fernbusmarkt. Und ihr seht es schon, es ist Blablabus. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr komisch an bei uns gerade hier im deutschsprachigen Raum. Blablabla. So macht meine kleine Tochter auch. Ja, ist halt so. Ich habe schon den ein oder anderen Bus gesehen. Vielleicht auch nur einen. Aber ihr könnt mal gerne in die Kommentare reinschreiben, habt ihr Blablabus schon gesehen? Also ich sehe hauptsächlich zu 80% immer nur Flixbus. Momentan natürlich ein bisschen eingeschränkt oder so gut wie gar nicht. Aber trotzdem würde es mich mal interessieren. Wir werden heute von Halle Richtung Magdeburg fahren mit diesem schönen Bus hier, Doppeldeckerbus. Und ja, wir sind ja schon eine ganze Weile immer hier, ne, in Halle, ne? Ja, dann los die Luzi. Lava-Bus fährt über die Bordsteinkante. Ich sage immer wieder, ein bisschen Abwechslung oder ein bisschen Konkurrenz belebt immer so das Leben. Und ich denke mal, das wäre auch Fernbus-Simulator. Ach, der Fernbus-Simulator. Ich meine, Flixbus weiß das auch. Wir sind ja auch auf dem amerikanischen Markt. Gibt es da eigentlich auch schon Einschränkungen mit den Fernbussen? Schreibt das mal in die Kommentare, wer da schon mal... Naja, KI ist halt nicht so clever hier, ne? Und wer ist dann eigentlich schon mal mit Flixbus gefahren? Ich noch nicht. Vielleicht wird sich das irgendwann mal ergeben. Warum nicht? Ja, wenn die halt zügiger, pünktlicher als die Deutsche Bahn sind, dann kann man durchaus auch mal mit dem Flixbus unterwegs sein. Und wir sind heute unterwegs. Fahren zügig erstmal hier raus und dann Richtung Magdeburg. Ein paar Passagiere haben wir auch. Natürlich mit gegebenem Abstand haben wir die Leute hier in unserem Bus, naja, verteilt. Dass sie ja nicht so nah sitzen und sich gegenseitig anhusten und ja, ihr wisst schon, momentan, ne? Aber ist natürlich auch für den einzelnen Busfahrer oder Busunternehmen eine sehr, sehr schwierige Zeit. Die ganzen Mitarbeiter möchten ihre Gehälter, wahrscheinlich werden einige entlassen, einige werden wahrscheinlich auf Kurzarbeit sein oder halt, naja, wegen Aufstockung durch eine Behörde. Kurzarbeitergeld, ne? Genau, so heißt das. Ja, ihr kann ja der eine oder andere Busfahrer mal reinschreiben. Klar sieht man immer wieder auch mal solche Themen, dass ein Busfahrer mit dem Handy rumspielt und so, aber das sind, denke ich mal, Einzelfälle, weil sonst gibt es Ärger mit der Polizei. Ja, so sieht's aus. Ach, schön hier. Bus hier rumcruisen. Ich nehme das hier am 27.03. auf. Also ein paar Tage vorher. Um euch am Sonntag eine schöne, gemütliche Kaffeefahrt mit Blablabus geben. Hört sich irgendwie... Kommt das aus dem Französischen? Und was, wenn ja, dann hat das irgendwie eine gewisse Bedeutung? Oder auf was bezieht sich denn dieses Blablabus? Weil, heißt Bus im Französischen auch Bus oder heißt es vielleicht anders? Oder ist es vielleicht eine deutsche Firma? Weil wegen Bus. Und mit dem Blabla ist für mich irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig und, na, wie soll ich sagen, hört sich, ja, nicht so nach einer richtigen Firma an. So, eher so Blabla Spielzeug für Blabla Kinder und Leute, die ordentlich Blabla im Kopf haben. Jo. Nee, Quatsch. Ist halt erstmal ein bisschen komisch, ne? So, ich habe erstmal Tempomat hier reingeschalten. 85, ui. Oh, jetzt cruisen wir hier schön. Ah, ja. Mit dem Bus.
Ein neuer Player muss natürlich sein, dass er den noch mal zeigt, ne? Ja, ich habe die Bremse ein bisschen hart eingestellt. Ja, aber mich freut es, dass der ein oder andere sich auch jeden Fall dieses Spiel immer wieder mal anschaut. Und ja, das ist für mich so ein bisschen, auch wenn zeitlich alles ein wenig kritisch bei mir ist, so eine kleine Genugtuung, wo ich dann sage, ja, die Leute möchten das sehen. Und einmal eine Woche werden wir es auf jeden Fall versuchen hinzubekommen, dass wir hier mit dem Bus unterwegs sind. Es soll ja jetzt irgendwie auch neue Fahrzeuge kommen. Ein kleiner, naja, Mercedes Sprinter Bus, muss ich jetzt einfach mal dazu sagen, für den Nahverkehr, wenn der denn da ist. Vielleicht kommt der ja, da ist er ja schon da. Weiß das gar nicht. Oder vielleicht kommt der auch noch. Dann würde ich da gerne nächste Mal so eine Tour von Magdeburg Richtung Richtung Hannover machen oder Wolfsburg. Kann man mal eine schöne, gemütliche Reise dorthin machen. So, da kommen wir an. Hier schreien die Schafe. Da los. Bäh. Na, dann fahren wir mal hier durch die kleine Provinz. Ich habe gar nicht geguckt auf die Schilder, wo wir jetzt gerade sind. Da ist ordentlich was los hier, ne? Ja. Sind wir denn jetzt momentan? Ah, also die Hälfte der Strecke haben wir. Okay, in Magdeburg müssen wir noch ein bisschen reinfahren. Lass den einfach mal ein bisschen rollen. Aber hier, ne, wenn man hier so guckt, sieht man überall ein bisschen Müll, so wie es halt ist. Unterschiedliche Texturen. Weil die KI-Fahrzeuge sehen noch ein wenig komisch aus. Na, da fehlt noch ein bisschen Leben. Jetzt nicht mal, dass ich hier die Fahrzeuge oder die Insassen sehe, aber das halt, dass es hier ein Audi Q8 ist, das sieht man ja schon, ne? Aber dass die Mod-Community da noch ein bisschen selber Hand anlegen könnte. Aber das Thema hatten wir ja zu Genüge. So, wir werden jetzt mal ein bisschen weiter ausholen. Hier ordentlich rumzukommen. Bus ist natürlich immer eine andere Hausnummer, wie zum Beispiel ein LKW. Um zu fahren, weil wir ziemlich weit vorne sitzen und die Achse ja sehr weit hinter dem Busfahrer sitzt. Im Gegensatz zum LKW. Der sitzt da quasi fast oben drauf. Ah, das sieht aber hier schön aus, Alter. Das muss ich aber wirklich sagen. Ja, das sieht doch. Huch. Sieht ja richtig hübsch aus hier mit den Gräsern, mit den Kornblumen. Ja. Blablabla. Hübschi, hübschi. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich glaube, der eine oder andere hat auch wieder ein bisschen angefangen mit dem Fernbus-Simulator mal eine Runde zu drehen. Ich habe eben wieder so ein bisschen Bock drauf, ne? Natürlich, wenn jetzt keiner mehr von euch sehen möchte, dann wird denn hier blabla auch ein bisschen weniger, ne? Das ist natürlich klar. Aber jetzt haben wir wieder die Reisegeschwindigkeit erreicht. Man sieht jetzt im Bus nicht auf dem Navi, wie schnell man fahren darf. Das wäre eigentlich noch eine coole Sache, ne? Wenn dann so ein kleines Schildchen drin stehen würde. Ja, wir dürfen so und so schnell fahren. 70 steht hier. Na, vielleicht sollten wir auch einfach mal auf die Schildchen achten, ne? So. Was macht denn der jetzt hier? Der will hier rumfahren.
hast dich wohl ein bisschen vertan, ne, mein Freund? Hallo, ist Audi. Aus Berlin kommt der. Kennt sich wohl ja nicht aus in Sachsen-Anhalt. So, es ist schon Dessau ausgeschrieben. Oh, wir müssen hier rum. Oh, nichts passiert. Ah, der ist im grünen Bereich. Ei, ei, ei. Wir alles ergeben hier mit dem. Aber schön um die Karre. Ah, guck mal an, da vorne fährt ja schon mal ein Flixbus. Ja, die Mods, die man natürlich hier installiert hat an Lackierung, die sind natürlich dann auch hier drin. Hier kommt noch ein Scania-Bus vorbei. Das, was ich hier mache, ist natürlich zum Teil richtig. Man darf natürlich jetzt nicht andere Fahrzeuge auf dem Standstreifen überholen. Aber wenn es halt nicht geht, auf dem Beschleunigungsstreifen, dann kann man dort durchaus das machen. So, wir machen mal wieder Geschwindigkeit rein. Ich versuche mal auf die 80 km/h zu kommen, ein bisschen schneller. Weil hier gibt es keine 5er oder 10er Schritten, wo man hier das Navi oder die Tempomat irgendwie erhöhen kann oder wieder verringern. Oder wenn, dann habe ich es vielleicht nicht gesehen. Ist vielleicht so ein Hinweis für The Bus oder dieses Spiel, dass man da noch was macht. Und das werde ich jedes Mal ansprechen, falls TML Studios das nochmal sieht. Bitte, bitte, bitte macht eine Einstellung für alles. Also für jeden einzelnen Bus. Man kann es natürlich kopieren, aber manchmal funktioniert das nicht so richtig. Eine Einstellung für den Bus und dann ist gut. Und nicht hunderte. Weil wohl oder übel werden ja jetzt immer mehr Busse dann kommen, ne? Auch die Niederflurbusse für den innerstädtischen Verkehr. Ach, schön. Autobahn. Jetzt muss ich aber gleich nochmal schauen, auf welcher Autobahn ich denn A14 bin ich jetzt gerade. Ah ja, war ich jetzt noch nicht so oft. Weil das Auto hier soll wahrscheinlich so einen komischen Klon aus Audi und weiß der Geier sein. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier abfahren Richtung Magdeburg. Denn dann hoffe ich doch, dass wir für Passagiere eine gute Reise mit Blabla-Bus hatten. Da sehen wir schon die Skyline von Magdeburg. Und für alle, die aus Magdeburg kommen, ihr könnt natürlich wieder euren Gedanken freien Lauf lassen und sagen, wie realistisch sieht Magdeburg aus. So. Ist hier eine Ampel oder ist gar keine Ampel? Sag mal, war der gelbe Audi nicht vorhin ein Berliner und jetzt hat der Magdeburg-Kennzeichen oder ist das einfach nur ein Zufall? Ach, eine Ampel muss doch sein. So, na da. Attacke. Oh, bin ein bisschen von der Straße abgekommen. Willkommen! Pünktlich wie die Mauers kommen wir jetzt an nach Magdeburg und geben unsere Passagiere ab. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder beim Fernbus-Simulator dabei seid. Auch jetzt ja wie auf die alten Betonpisten. So, wartet mal. Jetzt müssen wir mal schauen, hier rüberfahren. Hier ist nur 50. Da vorne steht ein Blitzer. Wären die blöde, sicher.
Ah, toll. Na toll, müssen wir anhalten hier. Das ist ja der alte Mercedes, wa? Ah ja. Ist schon ein bisschen zu erkennen, ne? So, na los, Luzi. Schalter um. Zeitverzug und Abfahrtsplan. Schade, dass man seine Fahrzeuge, seine Busse nicht selber noch ein bisschen mehr konfigurieren kann, ne? Wäre natürlich auch noch eine schöne Sache. Ah, da sitzt auf jeden Fall einer drin. Warte mal, ich muss mal gucken. Ach, da war ein grüner Pfeil. Ja, ja, hup mal. Ich darf das. Au! Oh, grüne Welle, ne? Da läuft ja. Jetzt mal schauen, wo wir abgeben müssen jetzt, unsere Leute. Ist natürlich so ein richtiges Highlight, ne? Wenn man hier durch Städte durchfahren kann. Aber die wirken alle irgendwo ein bisschen gleich. Teil, ne? So, den hatten wir doch vorhin auch schon vor uns hier, den Wagen. Ach, da ist das Taxi, da ist das Dings. Oh, Polizei. Ah, man sollte immer wieder ein bisschen vorsichtig sein. Los. Oh, jetzt. Na ja, richtig im Moment rausgeschalten, wa? Ach, guck an, da ist ja unser. Unsere Haltestelle. Immer schön über die Huppel rüber. Mal so ein kleines Problem, ne? Wenn man das verpasst, kann es durchaus ein bisschen Ärger geben. Ach, guck an, da steht noch ein Kollege von uns im Blabla-Bus mit einem MAN. Ah ja? Das siehst du? Juhu! Und damit willkommen in Magdeburg. Wir haben unsere Tour das erste Mal, wir haben es quasi jetzt freigeschaltet. Und dann könnten wir nächstes Mal nach Wolfsburg. Ach nee, Rastplatz. Hier ist ein Depot, hier ist eine Sehenswürdigkeit. Ist hier eine Sehenswürdigkeit? In Magdeburg gibt es keine Sehenswürdigkeiten. Nee. Aber hier. Da wird so wahrscheinlich. Ach, das Stadion. Stelle? In Braunschweig? Bin ich damals von hier hinten irgendwie runtergefahren und dann. Heinrich der Löwen oder Roselies Kaserne. Was sind eigentlich Innenstraßen? Aber oder sind die einfach nur so eingezeichnet? Da war ich ja mal stationiert. So, gut, wir sind angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich, haut rein, macht's gut. Bye, bye.